Es wird in den nächsten 3 Tagen nicht nur über die Europapolitik diskutiert werden, sondern auch über die neue Rolle der Grünen. Und deswegen bin ich froh, dass Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Bündnis Grün, zu mir gekommen ist. Herzlich willkommen, Frau Göring-Eckardt. Der grüne Höhenflug, der könnte auch wieder zu Ende gehen. In Ihrer Partei sagen viele, ja, das wissen wir und sagen, wir heben nicht ab. Aber trotzdem müssen Sie sich ja die Frage stellen und überlegen, wie die Strategie aussehen kann, diesen Höhenflug zu halten. Ja, natürlich. Das ist doch ganz klar. Das ist nicht nur eine Belohnung für irgendwas, sondern es ist eine riesige Verantwortung. Und diese Verantwortung nehmen wir an. Und deswegen ist ja die Frage, warum kommen eigentlich jetzt so viele Leute auf die Idee, Bündnis 90 Die Grünen zu wählen oder die Absicht zu erklären, das zu tun, selbst in Ostdeutschland, in meinem Heimatland Thüringen gerade. Und was wir erleben ist, wir sind diejenigen, die nicht mitmachen beim billigen Populismus. Und wir sind diejenigen, die die zentrale Frage, nämlich die Ökologie, thematisieren. Und zwar ohne Wenn und Aber und ohne Rumgeschwurbel. Und ich glaube, dieses Realismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Visionen, die Klarheit, dass wir Ideen haben, die auch für übermorgen noch reichen, also für unsere Kinder und für unsere Enkel. Und aber ganz pragmatische Schritte. Ich glaube, das wird belohnt und dabei müssen wir auch bleiben. Allerdings grüne Themen und grüne Positionen umzusetzen, dafür muss man eigentlich in der Regierung sein. Wir kommen auch in diesem Gespräch nicht drum herum, über die Machtoptionen zu sprechen. Bei der CDU wird es einen Wechsel im Parteivorsitz geben. Es ist noch völlig offen, wie es weitergeht danach mit der Bundesregierung, mit der Großen Koalition. Deswegen gibt es im Moment an die Grünen immer wieder die Frage. Und warum wird sie nicht klar beantwortet? Werden die Grünen, sollte es vor Ende der Legislatur zu einem Bruch beispielsweise der Großen Koalition oder zu einem Rückzug von Angela Merkel kommen, für Jamaika-Verhandlungen bereitstehen oder eben nicht, weil das politische Kräfteverhältnis sich verändert hat? Sagen Sie uns einmal klar, wie es bei Ihnen aussieht. Ja, was wir doch erleben, ist, dass alle weitermachen wollen. Und das ist die Basis, auf der wir gerade Politik machen. Wir erleben eine Union, die sagt, wir wählen jetzt einen neuen Parteivorsitzenden, so what? Und dann wollen sie weiter regieren. Die SPD möchte das auch. Beide Parteien sind auch gerade nicht besonders stark. Nicht besonders stark zusammen, aber auch nicht besonders stark individuell. Und auf der anderen Seite ist doch völlig klar, wir haben vor einem Jahr Jamaika verhandelt. Und bei diesen Jamaika-Verhandlungen haben wir gezeigt, wir sind bereit für Kompromisse. Und wir sind auch bereit, an der einen oder anderen Stelle über unseren Schatten zu springen. Aber innerhalb dieses einen Jahres ist natürlich viel passiert. Und vor allen Dingen viel nicht passiert. Wir schauen uns einfach mal die ökologische Frage an. Die Klimakrise geht weiter und zwar ungebremst in Deutschland. Der Kohleausstieg kommt keinen Schritt voran. Wir erleben ein riesiges Desaster in der Verkehrspolitik mit Herrn Scheuer und dem Diesel. Und wenn man sich alles das zusammenlegt, könnte jetzt noch weitermachen, Artensterben, Massentierhaltung und so weiter und so weiter, dann weiß man, das ist keine Grundlage mehr, auf der wir heute sprechen könnten. Und deswegen sage ich, Entschuldigung, es ist eine ziemliche Bullshit-Diskussion. Die Voraussetzungen stimmen nicht. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, die beiden Parteien, die werden alles daran setzen, weiterzumachen. Und was ich verlange ist, dass sie endlich mal anfangen, anständig zu regieren. Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, die Grünen würden unter diesen Bedingungen im Moment nicht für Jamaika-Verhandlungen bereitstehen. Die Bedingungen haben sich geändert. Wir sind ein Jahr weiter. Und ein Jahr weiter heißt, wir bräuchten völlig andere Grundlagen für Gespräche. Ein Jahr weiter heißt aber auch, die Kräfteverhältnisse haben sich geändert. Und ein Jahr weiter heißt aber eben zum Dritten, dass die anderen Parteien in einer so schwachen Position sind, dass sie weiter regieren wollen. Und nochmal, ich verlange, dass sie es endlich auch tun. Und das sage ich als Politikerin, das sage ich als Grüne und das sage ich auch als Bürgerin. Mhm. Im Juni haben Sie, als es schon mal zwischen CDU und CSU ziemlich der Streit eskaliert um die Flüchtlingspolitik, da haben Sie in einem Interview bei der Taz gesagt, dass sich alle auf einen Rückzug von Angela Merkel einstellen müssten, wann immer er auch sein möge. Jetzt ist es ein Rückzug auf Raten, auf jeden Fall. Das heißt, wie stellen sich die Grünen darauf ein oder wie haben Sie sich darauf eingestellt? Wir haben uns darauf eingestellt, vor allen Dingen, indem wir programmatisch weiterarbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Indem wir sagen, was braucht es denn jetzt? Was braucht es denn jetzt angesichts dessen, dass die Klimakrise weitergeht? Wir haben diesen Hitze- und Dürresommer ja erlebt. Im ganzen Land. Jeder weiß das inzwischen, dass es irgendwie nicht was ist, was ganz weit weg ist, sondern dass es bei uns stattfindet. Die Frage der Klimaflucht spielt eine riesige Rolle. Und darauf bereiten wir uns vor, was müssten jetzt die Maßnahmen sein. Und deswegen haben wir uns im September schon hingesetzt und gesagt, unter den jetzigen Bedingungen müssen wir sehr viel radikaler sein in unserer Politik, sehr viel radikaler sein in unseren Vorschlägen. Wenn man noch dachte, wir könnten hier Kohleausstieg machen und dann irgendwann Verkehrswende, sage ich jetzt nein. Wir müssen überall anfangen, bei der Kohle,
bei der Massentierhaltung, bei der Verkehrswende. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, wenn wir einigermaßen noch diesen Planeten erhalten wollen für die nächsten Generationen. Und das klingt erstmal pathetisch. Und manche sagen ja auch, na komm, das kleine Deutschland, wir sind doch gar nicht so ein großes Industrieland. Doch, wir haben einen riesigen Einfluss, natürlich auch darauf, ob andere überhaupt in Frage stellen, mitzumachen oder nicht mitzumachen. Und nachdem Donald Trump ausgestiegen ist aus dem Pariser Klimaabkommen, haben wir umso mehr den Auftrag in Deutschland, aber natürlich erst recht europäisch. Und dafür braucht es starke deutsche Positionen. Das klingt nicht pathetisch, sondern das klingt vor allem, als ob Sie ziemlich hohe Hürden gerade aufbauen, egal was in der Zukunft kommen mag, welche Verhandlungen. Nee, das klingt vor allen Dingen realistisch. Darum geht es ja. Es geht darum, dass wir uns realistisch anschauen, wie ist die Lage und dass wir nicht drumherum reden und nicht sagen, es wird schon gehen. Nein, es wird eben nicht schon gehen. Das wissen wir alle und nochmal, nach diesem Sommer wissen wir es umso mehr. Und das Zweite ist, dass wir natürlich uns überlegen, welche Schritte muss man denn jetzt gehen. Und die werden nicht von vornherein 100% sein, aber wir müssen uns über die Schritte unterhalten, die wir gehen können und die wir vertreten können, wenn wir tatsächlich dafür sorgen wollen, dass das Weltklima nicht komplett in die Brüche geht. Viele haben ja von dem Kipppunkt geredet, die Wissenschaftler, den wir bald erreichen werden. Und dann haben wir gar nichts mehr im Griff. Und ich finde, diese ehrliche Art von Politik, darum geht es. Und darum geht es in diesen Tagen in der Sache, bei der Klimakrise, aber übrigens auch in der Haltung, wenn wir uns die Populisten auf der anderen Seite anschauen. Die Position und die Rolle der Grünen, die hat sich ja ein bisschen verändert. Ich fand interessant in dem Zusammenhang, dass Robert Habeck vor kurzem gesagt hat, die Grünen würden das Beste von Angela Merkel, was die CDU jetzt abstoßen wird, übernehmen. Was ist das? Ja, das ist eine menschenfreundliche Politik aus dem Jahr 2015. Das ist übrigens auch eine Sprache, die nicht irgendwie ausrastet, eine Sprache, die verbindet und die Leute zusammenbringt. Und das ist in diesen Zeiten ja auch Politik. Wie reden wir miteinander? Machen wir das nur in Konfrontation? Machen wir das, indem wir übereinander herfallen? Und ich finde, der Kampf für die Demokratie ist im Moment auch eine Frage des Kampfes, wie geht man miteinander um, eine Frage von Haltung, eine Frage von Klarheit. Und ja, ich gehe gegen Nazis auf die Straße, selbstverständlich immer wieder, gerade im Osten. Aber ich rede auch mit Leuten, die sich unsicher sind und die nicht wissen, was kommt. Unter den potenziellen CDU-Vorsitzenden, wenn man mal ein bisschen nach den europapolitischen Linien sucht, weil wir hier ja auch sind, die diskutieren ihr Europawahlprogramm, dann fällt es auf, dass gerade bei Friedrich Merz eine Position zu finden ist, die ihrer gar nicht so fern ist. Er hat zum Beispiel vor kurzem gerade einen Aufruf initiiert bzw. erst unterzeichnet, wo er ein solidarisches Europa fordert, eine Stärkung der EU-Institutionen. Das passt eigentlich wunderbar zu dem Programm, was Sie hier diskutieren wollen. Ja, er hat einen Aufruf gestartet. Ich weiß nicht, ob sich das bei Friedrich Merz am Schluss auch in echter Politik umsetzen würde. Aber jetzt lassen wir erstmal die Union wählen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und da will ich mich gar nicht einmischen und auch nicht schon im Vorfeld bewerten, was würde denn das eine oder das andere heißen. Ich kann nur eins sagen, wir würden uns mit jedem CDU-Vorsitzenden über viele Dinge streiten. Das hört sich in der Tat so an. Das Europawahlprogramm, was hier beschlossen wird, das hat ein bisschen eine neue Richtung, in die die Partei auch geht. Das verbindet Öko und Sozial auf der einen Seite. Klimaschutz und Umweltpolitik wird eine große Rolle spielen, aber in Verbindung mit der sozialen Komponente. Das Thema Flucht und Migration spielt natürlich auch eine Rolle, sollte hier gar nicht so im Vordergrund stehen. Jetzt wird es aber zumindest so sein, weil sich andeutet, dass in einem sehr zentralen Punkt in der Flüchtlingspolitik über einen Satz hier diskutiert werden wird, auf jeden Fall. Nämlich es geht um den Satz, das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar, auch wenn nicht alle, die kommen, bleiben können. Dieser Satz steht im Europawahlprogramm, was Sie diskutieren wollen. Der stand so ähnlich auch schon im Bundestagswahlprogramm. Jetzt wollen ihn aber einige Grüne, beispielsweise auch Claudia Roth, streichen. Die Grünen haben immer eine sehr pointierte Linie bei der Flüchtlingspolitik vertreten. Warum kommt diese Diskussion jetzt auf? Ja, wir werden ja auch dafür gewählt und wir sind auch dafür gewählt worden, sowohl in Bayern als auch in Hessen. Und was dieser Satz sagt, ist ja erstmal, das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar, ist ein Grundrecht. Punkt, aus, Ende. Und dann reden wir darüber, was es bedeutet, dass Menschen, die hierher kommen, eben auch nicht hier bleiben können. Und da sind wir uns wiederum einig. Es darf aber nicht das Grundrecht auf Asyl relativieren. Darum geht es in erster Linie bei dieser Debatte. Und wir werden sehen, bin ganz sicher, dass wir da eine gute Einigung finden, wie wir das formulieren, dass beides zusammengehört. Dass es keine Verhandlungsoption ist und gibt ja kein bisschen Recht auf Asyl, kein bisschen Grundrecht auf Asyl. Auf der anderen Seite brauchen wir dringend Einwanderung. Das wissen alle. Wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Und wir wissen eben auch, es gibt Menschen, die sind hier,
Die sind hoch integriert, Menschen aus Afghanistan, Menschen aus anderen Ländern, von denen wir wissen, die haben inzwischen einen Arbeitsplatz und die werden jetzt plötzlich abgeschoben. Und bei denen würde ich sagen, es ist total sinnlos, der kann jetzt leider nicht bleiben, nur weil der ein abgeschlossenes Verfahren hat, weil das Bundesamt für Flucht und Migration immer noch so langsam arbeitet. Also das ist eine sehr komplexe, auch zum Teil extrem komplizierte Materie, aber es geht immer um einzelne Menschen. Und was für uns Bündnis 90 Die Grünen auszeichnet, ist, dass wir Ordnung auf der einen Seite, also Menschen müssen auch zurückkehren und müssen auch zurückgeschickt werden, und auf der anderen Seite aber Humanität miteinander verbinden und dann auch eben noch ein bisschen Vernunft, weil viele Unternehmen sagen, ja, Menschenskind, wenn ich den Mann hier gefunden habe oder die Frau hier gefunden habe, dann schickt sie doch bitte nicht weg, die können Deutsch, die arbeiten hier und wir brauchen sie. Wie dieses Thema hier in der Tat diskutiert werden wird in den nächsten 3 Tagen, das werden wir natürlich verfolgen und auch berichten. Vielen Dank, Frau Göring-Eckardt, für dieses erste Gespräch hier.